Willkommen zu einer neuen Folge von Terraria und wir haben nachgeguckt und ich möchte mich hiermit vollkommen entschuldigen. Tungsten heißt Wolfram, nicht Blei. Das wollte ich vorweg sagen. Was macht man denn mit Wolfram? Ich denke immer so an Medizin für sowas. Ja, Wolframdraht, ist der auch in Glühbirnen, oder nicht? Stimmt. Aber sonst noch was? Bestimmt, aber... Und Rio hat mir gezeigt, wie ich unter Wasser überleben kann. Jetzt. Ja, Wolfram. Halt, ne? Zeug. Nicht Zeug. Doch. Zeug geht doch mal gar nicht. Doch, doch. Das ist jetzt mittlerweile legalisiert worden. Because I got Zeug. Because I got Zeug. Kennst du das doch und so. Boah, ich würde so gern was sehen, ne? So einfach nur total gerne. Aber augenscheinlich wird mir das verwehrt, dieser simple Wunsch. Irgendwann mal, wenn wir weiter unten sind, wirst du dann auch wieder was sehen. Weil dann gibt es da ein bisschen rote Farbe, die leuchtet, etc. etc. Ah! Ich sehe was. Da gibt es rote Farbe? Möchtest du mir irgendwas Spezifisches sagen? Heiß. Lava. Ja, davon bin ich ausgegangen. Ich dachte, du meinst vielleicht noch Dämonenzeugs oder so. Gibt's auch dort. Das ist die Hölle. Du bist kaputt. Aua. Job bei Boulder? Mhm. Ich bin auf eine Falle getreten und da ist mir ein Stein auf den Kopf geschmissen. Wir können uns bis in die Hölle graben. Das ist awesome. Lass uns mal einen Weg nach unten machen, der ein bisschen schneller geht als dieses ganze Rumgehüpfe. Ich würde sagen, einer von uns gräbt sich jetzt einfach mal von unserem Haus aus irgendeine Position ganz gerade runter. Und da machen wir dann ein Seil runter, was ruhig mal so 20, 30 1000 Meter tief sein kann, weiß ich nicht. Hm. Kommen wir noch zu. Du bist gerade mal 1000 Meter unter mir. Also 1400. Awesome, oder? Mhm. Wow, sind hier viele Sterne hier oben. Ich laufe hier gerade entlang und habe vier Stück hintereinander gefunden. Nicht schlecht. Wie viel haben wir denn draußen? Wir haben jetzt 11 Uhr im Spiel. Also wäre doch mal Zeit, bald wieder mal irgendwie versuchen, einen Boss zu kriegen, oder? Ich habe Topaz gefunden. Das Frühstück schon? Topaz, das Frühstückchen, genau. Nein, das andere Dings. Ne, das Steinchen. Was ist besser? Rope oder das Zeug, was ich hier gerade habe? Wer ist das denn? Ja, wird mir nicht angezeigt. Okay, dann nicht. Rope Coil. Werfen Sie einen climbable Linie des, doch, werfen Sie einen climbable Linie des Seils erstellen. Nur damit du das jetzt auch mal weißt, ne? Ja, ich schäme mich, aber ich kann nichts dafür. Das Tollen of Demon Eye. Was hast du getan? Ich habe mich von einem ganz einfachen Auge erwischen lassen. Da solltest du dich wirklich für schämen. Oho. So. Oh oh. Das wäre mein Instant-Tod. Warum sag ich sowas? Weil es so ist. Ha! Weggenadet. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich glaube nämlich, dass ich gleich da ein bisschen näher bin, was du mir gerade erzählt hast. Hütze! Boah! Du kennst doch so Filme, wo die da irgendwo an einem Seil hängen und dann die ganze Zeit davon erzählen, ja, nicht loslassen und du wirst sterben und am Ende siehst du so, die hängen eigentlich nur so 10 cm über dem Boden. Das hast du gerade gehabt.
Ja, ich stürze gerade so ab ins Dunkle, wo ich die ganze Zeit versucht habe, eine Fackel hinzustellen, weil ich mir denke, oh, scheiße, da geht's total tief. Und komme genau im Dunkeln an, war so 10 Zentimeter tief. Nein! Ein Wichtelmann hat mich gekillt. Du wurdest in zwei Hälften gerissen. Gut, jetzt gibt's zwei von dir. Ja. Stimmt, stimmt. Jetzt kann man dich über den mit einem Spieler coupen. Yeah. Herzlich willkommen zu einem Koop-Solo-Let's Play vom Skullenwolf. Und Skullenwolf. Hallo Skullenwolf. Hallo Skullenwolf. Ja, das wird Na, ich verdammt werde hier nicht schwierig. mehr gebraucht, also dann kann ich ja gehen. Wir spielen jetzt Multiplayer, nicht nur Koop. Das ist ein Unterschied. So gesehen wurdest du ja so praktisch noch nie gebraucht. Nur ohne dich ist ein Koop so ein bisschen nutzlos, weißt du? Du bist gut darin, Leute zu motivieren. Ja, manchmal bist du schon so ein bisschen nützlich. Manchmal. Nicht oft, nur ein bisschen. Manchmal. Rio, merkt ihr doch einfach, werfen Sie einen Kleiber über Linie des Salz erstellen. Merkt ihr das doch mal einfach. Stell dir das Spiel bloß mal auf Englisch. Ist ja furchtbar, wie du das Google translatest. Kann platziert werden, Material. Ist das ein Problem für dich? Boah, 63 Eisenerz haben wir hier gerobbt. So, jetzt komm. Diese Folge ist hier mal ein bisschen was. Mal ein bisschen ernsthaftig, ne? Wir räumen jetzt auf. Okay. Wo kommt hier was rein? Wie machen wir das? Wie handeln wir alles? Hör auf, mir alles ins Inventar zu werfen. Das ist nicht aufräumen. Ach so, ich dachte, ja gut, egal. Oh, was ist das? Ach, Golderz. Ja, Golderz nehme ich auch. Hast du mir noch einen Helm gegeben? Danke. Und Beinchen. Erstmal alle Erze zu mir. Den Großteil habe ich schon. Hier haben wir noch drei Sterne. Sollen wir die behalten oder sowas rausmachen? Ich habe meine alle verwendet. Also ich habe ganz viel Mana inzwischen. Also ich glaube, ich habe bald das Maximum erreicht mit 160. Wie viele Sterne sind das? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt 2, 4, 6 Sterne. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich. 10 sind, glaube ich, das Maximum. Ach so. Lass uns mal die linke Kiste, würde ich sagen, für nur Baumaterial. Ausrüstung in eine der blauen, würde ich sagen. Und Tränke, denke ich, tun wir dann mit in die Ausrüstungskiste, weil so viel Ausrüstung haben wir hier nicht. Ameisenlöwen, Kiefer. Right click to open. Nein, Inventar voll mit Blümchen. Das sind also Herbbags. Okay. Guten Hunger. Dankeschön. Jetzt habe ich auch Hunger. Wie gesagt, ich will ein Snickers. Und das ohne Ja, ich Product esse. Placement. Ja, ich esse gerade irgendwie so ein paar Überreste, die ich vom Rollenspiel noch habe. Meinst du, das soll Auch wenn. unser persönliches Motto diesmal werden? Was denn? Was wir von Rollenspiel halten und was du machst an Rollenspiel? Genau. Ja, als Spielleiter kommt man sonst nicht dazu, das zu essen. Die meiste Zeit holt man immer so schönen Kram, denkt sich so, boah, geil, das kann ich jetzt schön in mich reinstopfen während des Rollenspiels. Und dann, wenn man es auf dem Tisch liegt, mal kurz weg, ist es weg. Was ist Muss man das? sich immer. Aha. Ich habe gerade irgendwas gefunden. Glass Kiln, used for special crafting. Erzähl ruhig weiter. Ich bin nur fasziniert, was es Es hier so gibt gibt. gerade einen Traveling Merchant irgendwo. Da. Nee, das bin ich. Ganz rechts. Ja, ganz rechts. Hallo. Berichte mir mal und mal den anderen, was es da so gibt. Der hat ein Red Cape. Yay. Er hat Sake. Bring mal einen mit. Ich weiß nicht, ob man hier besoffen werden kann. Brauchen wir eigentlich eine Toilette? Soll ich eine craften? So, Portable Cement Mixer increases wall placement speed. Ah ja. Ein Pad Thai hat er bei sich. Ah ja. Scheint so eine Speise zu sein und
Bricklayer increases placement speed auch. Und ein DPS-Meter, also ist diesmal nicht so viel. Auch wenn das Red Cape halt so ein bisschen schön aussehen könnte oder so. Aber es kostet halt 5 Gold und da habe ich keine Lust drauf. Da hat er keine Lust drauf, sagt er einfach. Jetzt habe ich ein bisschen was aus Gold, Goldbreitschwert. Ja, es wäre besser. Ah, dann ersetzen wir das halt. Nehme ich halt keine Zombie-Hand mehr. Was habe ich denn hier? Tinder. Ich habe jetzt mal Wolfram-Rüstung gemacht. Die ist geil. Also zumindest sieht sie sehr hübsch aus und hat schöne Werte. 5 auf Abwehr und 4 auf Abwehr. Ich habe 3, 2, 2 als Abwehr. Boah, ich mache jetzt mal hier Ordnung. Shift, so. Das kommt da rein, das kommt da rein, das. Das und das kommt da rein. Die Tränke sollen auch erstmal da rein. Pinguine und Tiere tue ich da nicht rein. Oh, der Bogen hätte drin bleiben können. Die Pistole auch. Nö, die Nades behalte ich. Eisenkette kann da rein. Nee, gar nicht. Eisenkette ist ja gar nicht Material. Nee, so Kampfzeugs. Zebra Swallowtail Butterfly. 15% Bait Power. Ha, ja. Das meiste hier klingt auch, glaube ich, wichtiger als es ist, oder? Ja, du hast irgendwie alles Mögliche untereinander gerattert. Meine Übersicht. Aber ich habe schon bei der Hälfte nicht mehr zugehört. Du, ich habe am Anfang schon nicht mehr zugehört und ich habe es vorgelesen. Leuchtstäbe, ja, können nützlich sein. Hier kommt also Blümchen rein, oder was ist das? Cactus Wall, Cactus. Oh, kommt hier Blümchen. Wie sieht das aus? Hast du Lust, mir zu helfen? Ich will gerade mal gucken, dass ich mal eben dieses... Mal eben. ...den Altar finde. Tief im Dschungel, circa drittes mögliches Zugangsloch. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Mein Inventar ist voll. Du bist doch zu Hause. Ja, deswegen ist es ja voll. Weil ich wollte eigentlich alles einräumen, weil ich bin total faul. Jetzt tue ich wieder alles überall rein. Weil man müsste einfach mal eine Kiste quasi voll machen mit Müll und dann immer wieder zuteilen. Und es mangelt mir gerade an Interesse daran. Zudem möchte ich nicht die Zuschauer langweilen. Das nehme ich jetzt als Ausrede, weil eigentlich habe ich nur keine Lust. Aber so klingt es viel humaner. Eisenspitzhacke. Ah ja, ich habe ja die goldene. Apropos die goldene. Nein, ich darf nicht mal alles klauen. Ich muss dir auch mal irgendwann die Chance geben, wenigstens eigene Ausrüstung zu fertigen. Aber das passt jetzt wenigstens zu meinen Schuhen. Hast du Sake gekauft? Wenn nicht, hole ich mir jetzt was. Hol ruhig Sake. Ich habe kein Geld dafür gehabt. Nice. Portable Cement Mixer. Das ist witzig. Och nö, unser Sparschweinchen ist ja leer. Quasi. Das kommt davon, wenn du über dein Geld unten rein tust und ich meins oben und das dann so stackt, dass es hier total durcheinander wuselt. Wusel, wusel, wusel. Ja, ich habe ganz viele Pfeile. Schießt du oft mit dem Bogen? Weil ich nie. Ich habe jetzt gerade keinen Bogen benutzt, aber es kann sein, dass ich demnächst einen benutze, je nachdem, wann meine Schneeballmaschine überflüssig wird. Wie genau hast du dir eigentlich unsere U-Bahn-Strecke hier vorgestellt? Weil irgendwie erfüllt die noch nicht so wirklich einen Nutzen. Ich dachte, die wäre komplett. So ein paar Meter fertig. Station 1, Station 2.
Ja, ich guck, dass ich da mal so ein bisschen noch was mache, dann. Ja, ich verstehe halt nur den Sinn nicht so ganz. Das ist die Sache. Ja, schnelle Transportmöglichkeit. Ja, aber die endet doch nur im Nirvana. Ja, deswegen. Okay, hier ist wieder der Maneater. Oder Snatcher nennen sie sich, okay. Wer, die Blümchen? Ja, derjenige, der sich nach hinten dehnt und wieder nach vorne geht hier von den Pflanzen. Ja, du meinst so die Langhalsdinger, oder nicht? Ja, genau. Aber ich habe deinen Altar noch nicht gefunden. Beschwipst, erhöhte Nahkampffähigkeit, verminderte Abwehr. Das ist wie im Real Life. There is a man eater. Bin gleich da. Weiß ja, ich bin ein flinkes Kerlchen. Ich finde das witzig, dass in dem Spiel die Balancewerte so gering sind. Überleg mal, 5 Abwehr ist viel. Das heißt, der Schaden muss immens gering sein. Wenn 5 Abwehr schon eine Summe ist. Bei, gibt ja quasi so ein Pen and Paper, beziehungsweise hier Paper Mario nennt sich das. Ja, das kenne ich. Wenn du das quasi spielst, der Anfangsschaden, den du machst, ist 1. Und dann steckt sich das so ganz langsam hoch. Also das ist im Gegensatz zu Final Fantasy, wo du irgendwie schon mit 10.000 Schaden anfängst oder sowas. Wirklich, ist richtig übersichtlich quasi, dass man wirklich mit ganz einfachen Werten anfängt. Ja, sowas gibt's auch noch, hä? Bin gleich da. Du bist aber auch schon quasi in der Nähe. Ich glaube, du bist sehr in der Nähe, weil hier fliegen Körperteile rum. Hier fliegen Schneebälle auf mich. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich da bin. Hier sind wir noch falsch. Warte. Ja, wir kommen näher. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich dieser Dungeon war, aber ich glaube schon. Das ist jetzt komisch. Hab's gefunden. Oder auch nicht. Nö. Ich glaub, hier bist du gestorben oder so. Hier gibt's jedenfalls keine Fackeln mehr. Moment, ich muss mal. Wie gesagt, kurz vielleicht war es gar nicht dieser Dungeon. Weil es war irgendwo auf einer linken Seite. Aber das war der einzige Dungeon, wo ich tatsächlich drin war. Ja, wir finden es bestimmt schon noch. Das war. Ich musste hüpfen dahin, also. Und da ich hier unten noch nicht war, muss das woanders gewesen sein. Aber ich kann es das Eisen mal da abbauen. Und das Gold. Ignoriere das nicht. Warte mal, da ist das Bäumchen, ne? Ja, ich wollte hochkriegen. Oh, hier geht's aber ganz schön tief. So, ich habe jetzt über 100 Seil verbraucht. Hier sind die ersten Insekten, das ist. Ich wollte dir gerade sagen, pass auf. Geh auf die rechte Seite und du siehst halt die nervigen Viecher, die ich nicht mag. Eigentlich magst du gar keine Gegner. Doch, die Eichhörnchen. Das sind ja auch keine Gegner. Die sind meine Erzfeinde. Zumindest hast du einen Banner von ihnen. Ich wollte hier gar nicht runter. Vorsicht, Wurm. Jupp. Gewesen. Nimmst du keine Erze mehr mit? Doch. Wo hast du denn noch Erze gesehen? Da unten? Ja. Ah ja, gut. Den Wasser wollte ich jetzt nicht rumtoten. Da
Da, 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 da. Ich nehme mal das Herz hier, weil ich habe noch keins. Vorsicht. Oh, ich habe einen Kompass. Nice. Moment. Ich rette dich. Okay, siehst du es da oben rechts bei uns? Die genaue Punkt. Ja. Die Koordinaten in der Breite. Hier ist, wie wir jetzt wissen, Wolfram und nicht Blei. Blei war Lied. Das müssen wir mal dabei sagen. Wir haben jetzt die ganze Zeit Leuten falsches Englisch beigebracht. Blei heißt Englisch Lied. Englisch for Runaways. Genau. Blei ist Lied. L-I-E-D. Lied. Oh nein. Boah. Ich dachte gerade, irgendwas passt hier doch nicht. Und dann... Ich habe immer so ein bisschen Sorgen, dass jetzt gleich in wenigen Sekunden mal irgendwo eine Blume herkommt, die mich essen will. Oh, was haben wir denn hier? Schuriken. Nein, ich fall da nicht drauf rein. Da geht's runter. Ach, Marvel. Ich mag zwar... Hey, wir haben... So ein bisschen also. Dieses... Wovon redest du gerade? Du regst über irgendwas ja, auf, was... wenn er hier dieses Marvel, also das Marmor existiert, dann bedeutet das meistens immer, dass halt entweder der Javelin-Skelett oder die Medusa da ist. Medusa! Will töten. Mhm. Hör mal, was leuchtet da unten? Hör mal die ja, Musik. Medusa ist hier unten. Komme. Vorsicht, wenn du in der Luft getroffen wirst... Und dabei fällst, dann zerbrichst du zu Steinen, während du auf dem Boden landest. Jedenfalls habe ich das in Erinnerung. Nein, ich zerbreche nicht zu Stein, ich zerbreche als Stein. Die ist irgendwie auf mich fokussiert. Gewesen. WTF? Gewesen. Jo, liebe Zuschauer, Bombenstimmung hier! Und ein Granatenwetter in Medusas Höhle! Wenn ihr mal Party haben wollt, besucht mal... Warte mal. Hab ich da gerade... Hab ich da gerade... Nee, das meine ich nicht. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich hab ein... Ich hab ein seltenes Portal gefunden, also... Es ist nur immer ganz kurz auf und hat mir gerade 15 Gold gegeben. Ganz kurz auf? Aha. Mhm. Das klingt ja ominös. Aua. Jetzt darf ich eigentlich nicht sterben hier in dem Spiel. Ich müsste eigentlich direkt wieder zurückgehen bei 15 Gold. Wieso? Ich kann es doch mitnehmen. Ja, ich auch. Du schuldest mir eh noch 15 Gold. Mhm. In einem anderen Game. Ja, zusammengerechnet. Kriegst du bald wieder. Jo, lass uns mal Sachen machen noch, ne? Also Medusa fand ich jetzt nicht so... Nö. Ja, oder warte mal, ich schau mal jetzt, dass ich hier oben noch das... Die Altar finde, langweilig. Das crafte. Ja, warte, ich zoome mal raus. Man kann sich doch hier die Weltkarte ein bisschen angucken. Moment. Nervige Lederfläuse. Okay, dann lass mich mal gucken. Wenn ich mal ganz rauszoome, dann sehe ich nichts. Es ist entweder genau hier, wo wir beide gerade sind, oder ein Wurmlöchlein quasi davor. Da leuchtet es grün. Was eingesammelt? Ich glaube, du hast eine Spore eingesammelt, wenn es grün geleuchtet hat. Weißt du was?
Das müssen wir definitiv mal in der nächsten Folge klären, was ich das gerade gemacht habe. Was ein Cliffhanger! Total atemberaubt. Ich komme nicht mehr raus. Das ist viel schlimmer. Ich werde jetzt bis zum Ende aller Tage hier drin sein. Ja, ich werde jetzt bis zum Ende der Tage hier unten versauern. Und ihr, meine Freunde, ihr könnt uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, was auch immer, Abend, Nacht, Morgen, Tag, Mittag und alles dazwischen. Und Rio wünscht das auch, ja, das nur gedanklich mir gerade gesagt. Ja, Shiva. Om Namah Shivaya. Weißt du was? Ich sag mal tschüss, den Rest kannst du absagen. Und lasst mir ein Abo da. Medusa. Bis dann.